schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es meine Top 5 Naturkosmetik aus der Drogerie im dekorativen Bereich. Ich versuche hier auf meinem Kanal eine Mischung von Produkten abzugeben, gerade auch was das Preissegment angeht, von Drogerie, also sehr günstig, bis hin auch zu High-End-Produkten. Und welche meine Top 5 Holy Grail-Produkte sind, das zeige ich euch im heutigen Video. Wenn man erst anfängt, sich mit dem Thema Naturkosmetik zu beschäftigen oder gerade erst anfängt, seine Kosmetik von konventionell auf Naturkosmetik oder Clean Beauty umzustellen, ist es erstmal herausfordernd, weil es so viele Marken gibt und man auch nicht genau weiß, von welcher Marke jetzt welches Produkt gut ist oder welches sehr nah an die Formulierungen kommt, die man bis dato gewöhnt war. Ich habe jetzt hier mal meine Top 5 Produkte rausgesucht oder meine Top 5 Kategorien, wo ich finde, dass es schon sehr, sehr gute Kosmetik gibt, die man ohne Probleme austauschen kann, wo man, sage ich mal, kein Minusgeschäft macht in dem Sinne, dass man sagt, ja, die Produkte sind jetzt schlechter als vorher, sondern dass man quasi das, was man gewöhnt ist, einfach austauscht. Das erste Produkt im Naturkosmetikbereich, was ich als erstes umgestellt habe und was ich auch am leichtesten fand tatsächlich, war Bronzer. Und zwar dieser hier von Alterra von Rossmann. Das ist die Naturkosmetikmarke von Rossmann. Das ist dieser Bronzer hier in der Farbe Sun Kissed und der war vor Jahren, als ich mit YouTube angefangen habe, ein absolutes Trendprodukt, angefixt von der lieben Jasmin, also Madame Tamtam hier auf YouTube. Damals hat sie diesen Bronzer benutzt und da habe ich noch keine Videos selbst gemacht. Oder war zumindest noch sehr am Anfang meiner YouTube-Karriere. Und da habe ich diesen Bronzer gekauft und das war wirklich so das erste Naturkosmetik-dekorative Produkt, das ich tatsächlich rauf und runter benutzt habe. Also das war ein Bronzer, ich habe den wirklich über Jahre benutzt, 5 Jahre bestimmt. Und es hatte mich auch letztens jemand gefragt, ist der Alterra Bronzer nicht mein Lieblingsbronzer? Aus der Drogerie auf jeden Fall. Allgemein mag ich auch noch ein paar andere Produkte, also ihr dürft es nicht verwechseln. Ich habe schon echt viel Kosmetik zu Hause und es gibt auch immer mal wieder Produkte, die kommen dazu. Nichtsdestotrotz ist der Alterra Bronzer mein allerliebster Bronzer aus der Drogerie und auch im Naturkosmetikbereich. Ich finde, es gibt keinen Naturkosmetik-Bronzer, auch keiner, der in den letzten Jahren rausgekommen ist, meiner Meinung nach, der so gut ist wie der. Das Schöne ist, er ist eben ein Mineralbronzer, das heißt, er lässt sich sehr gut verteilen. Er lässt sich sehr easy verblenden, das Produkt wird nicht fleckig auf der Haut und er hat so einen ganz leichten Glow, also kleine Schimmerpartikel drin. Das heißt, egal wie fahl euer Teint ist, wie müde ihr ausseht, er macht euch sofort in ein sonnengebräuntes Wunder. Also man strahlt total, man sieht super frisch aus, wie als ob man lange draußen war oder im Urlaub war. Und ja, ich finde, man sieht einfach gesünder aus, frischer aus und deswegen ist er einfach mein Lieblingsprodukt und Bronzer ist eigentlich auch das, was ich am liebsten benutze an Kosmetik, weil ich finde, es macht neben Concealer den größten Unterschied. Also, den gibt es in 2 Farbrichtungen, ich habe beide. Der Sunkissed ist wirklich was für den Sommer, Frühling, wenn man schon eine Bräune hat, meiner Meinung nach, wenn man jetzt eher heller ist für mich. Wenn man natürlich eher dunkle Haut hat, dann ist der besser. Also ihr müsst natürlich schauen, was habt ihr für einen Teint. Ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ich kann auch den hellen benutzen und den benutze ich gerne, wenn ich ein bisschen natürlicher aussehen will oder wenn ich einfach extrem hell bin, so wie jetzt. Bei Naturkosmetik kann ich euch sagen, dass vor allem mineralische Produkte super funktionieren, auch in der Formulierung. Sie lassen die Haut schön atmen, sehen sehr natürlich aus und deswegen gehören mineralische Produkte einfach immer noch zu meinen Favoriten. Genauso wie diese Blushes von La Vera. Die liebe ich auch seit Jahren. Ich habe die wirklich in allen möglichen Farben. Hier zum Beispiel haben wir die Farbe Pumpkin Spice, meine liebste Herbstfarbe. Alleine schon wegen dem Namen. Ich als Kürbisfan konnte nicht an diesem Rouge vorbeigehen. Und dann haben wir Cashmere Brown. Der ist perfekt für den Sommer. Das ist wirklich so ein dunkelbrauner, ja, Bronzeton mit einem leichten Schimmer. Und das sind die So Fresh Mineral Rouge Powders. Und die haben so schöne Farben. Ich habe auch einen hellpinken für die, ja, ein bisschen blasseren Tage bei mir. Also die haben ganz tolle Farben. Den benutze ich halt gerne im Herbst, diesen Pumpkin Spice. Und das Tolle ist auch hier wieder, sie sind Mineral Blushes. Das heißt, sie sind auf mineralischer Basis. Und sie haben einen wunderschönen Schimmer und Glow drin. Also man sieht sofort total frisch und gesund aus, man strahlt, man kann es wirklich ganz schön auf die Apfelbäckchen auftragen. Ich liebe diese Blushes und ich habe echt viele andere,
Aber ich muss wirklich sagen, mit Abstand am allermeisten habe ich diese beiden benutzt. Also generell die Powder Blushes. Ich mag nicht so gerne Cremeprodukte. Ich habe jetzt welche von Honest Beauty zu Hause, die mag ich tatsächlich ganz gerne. Wenn ich jetzt aber schaue, was ich am allermeisten benutze und auch wirklich überall mit hinnehme, auch wenn ich mal verreise oder so, dann sind es auf jeden Fall diese Blushes von Lavera. Ich mag die so gerne. Also tolles Preis-Leistungs-Verhältnis gibt es im Rossmann und im DM. Bei Müller, also ihr könnt es echt überall kaufen. Jetzt kommen wir mal zu der Kategorie Lidschatten. Ich trage ganz gerne neutrale Töne, ich mache nicht besonders viele Experimente, aber ich finde, auch Lidschatten kann richtig aufgetragen, auch gerade hier in der Lidfalte, einen großen Unterschied machen. Und ich finde, im Naturkosmetikbereich sind gut pigmentierte Lidschatten echt schwer zu finden. Auch oft von der Farbauswahl, finde ich, ist es oft sehr altmodisch, sehr viele Blautöne, sehr viele krasse Grüntöne. Nicht so die neutralen Töne, die ich glaube mittlerweile bei den meisten am beliebtesten sind. Aber diese Palette hier von DM Alverde, Professional heißt die, Contour and Highlight Palette, ist diese Palette hier. Also für mich war das immer eine Lidschattenpalette. Ihr könnt sie auch umfunktionieren. Ich mag die so gerne, weil die hat, finde ich, die perfekten neutralen Töne. Also man kann wirklich ein super tolles, alltagstaugliches Smoky Eye damit schminken oder einfach nur eine Farbe drüber geben. Ich finde, die Farben repräsentieren alle eigentlich die, die man so am meisten benutzt. Und deswegen mag ich diese Palette sehr gerne. Sie ist nicht unglaublich stark pigmentiert, eher natürlich, aber ich finde, das passt so gut zu der, ja, zu der Marke, weil wenn man Naturkosmetik trägt, mag man es ja oft auch eher so ein bisschen natürlicher. Nicht allgemein, ich will das nicht pauschalisieren, aber so für den Alltag mag man ja auch eher so softere Farben, finde ich. Manche Leute tragen auch sehr gerne Make-up, Full-Make-up und auch sehr, sehr starke Lidschatten. Ich finde das halt für den Alltag besonders schön, wenn ihr ins Büro geht oder wenn ihr so einen lazy Home-Office-Tag habt, wie ich es meistens jetzt gerade habe, also nicht rausgehe und man trotzdem so ein bisschen zurechtgemacht aussehen möchte, dann finde ich, ist das einfach super, auch vielleicht für das nächste Zoom-Meeting, wo ihr zurechtgemacht und ordentlich aussehen wollt und einfach euch ein bisschen wohler fühlen wollt. Ich fühle mich immer wohler, wenn ich zurechtgemacht bin, ist kein Muss, aber für das Gefühl, man hängt ja dann oft manchmal echt durch, wenn man zu lange im Homeoffice ist, finde ich, kann Make-up sehr helfen. Und ja, ich finde diese Palette cool für als Lidschatten. Ihr könntet sie tatsächlich auch als Contour-Palette nehmen, also sie ist sehr divers einsetzbar, aber ich mag sie sehr gerne, weil sie gut pigmentiert ist, nicht zu stark, sich sehr leicht verblenden lässt und auch nicht zu sehr staubt. Das ist ja auch mal so ein bisschen so ein Ding bei Lidschatten. Also auch wirklich günstig, aber gute Qualität und für jeden, der jetzt gerade anfängt, sich zu schminken oder in das Thema Naturkosmetik einsteigt, eine super Palette zum Proben, finde ich. Das große Thema Eyeliner. Im Naturkosmetik-Segment gibt es nicht viele Eyeliner. Und vor allem nicht viele, die nicht verschmieren. Also da ist es sicherlich noch am Anfang. Bei den High-End-Firmen gibt es da schon deutlich mehr und viele Produkte, die auch lange halten. Gerade auch im Clean-Beauty-Bereich. Aber es ist natürlich alles ein bisschen schwerer zu bekommen und nicht in der Drogerie erhältlich. Aber falls ihr einen Notfall habt und ihr sagt, ich brauche jetzt unbedingt einen braunen Eyeliner, ich brauche einen schwarzen Eyeliner, ich habe keine Zeit zu bestellen, ich brauche den jetzt sofort oder mein Produkt ist alle, dann kann ich euch den Liquid Eyeliner von Lavera empfehlen. Das ist ein Eyeliner, den habe ich mir schon zigmal nachgekauft, den habe ich auch hier schon für Tutorials benutzt. Also der ist einfach solide und gut und finde ich ist schön dunkel, also schön farbintensiv. Ich mag das immer nicht, wenn Eyeliner zu sehr verschmieren oder dann im anderen Zuge zu schlecht pigmentiert sind, sodass man einfach keine wirklich einheitliche schwarze Linie ziehen kann. Der ist wirklich sehr gut pigmentiert, fast schon ein bisschen zu flüssig. Also ich finde, er ist ein Ticken zu flüssig, aber trotzdem kann man mit ihm gut arbeiten. Man muss einfach ein bisschen vorsichtig sein, aber dann hält er auch wirklich lange, verschmiert den ganzen Tag nicht. Und das finde ich schon beachtlich für einen Naturkosmetik-Eyeliner. Den habe ich in braun und in schwarz und ich trage beide wirklich super gerne. Und was ich auch gut finde, ist, meine Augen fangen nicht an zu tränen. Bei mir ist Naturkosmetik bei den Augen immer ein bisschen schwierig. Ich bekomme sehr oft tränende Augen, auch von der Mascara. Deswegen ist hier auch keine Mascara drin. Aber den Eyeliner vertragen meine Augen gut. Ich finde, er hält gut. Man kann super mit ihm arbeiten. Er hat eine echt, ja, sehr dünne, einen sehr dünnen Pinsel und damit kann man auch sehr präzise arbeiten. Also ich würde nicht sagen, dass ich der unglaublich talentierteste Mensch für Eyeliner bin und trotzdem komme ich damit richtig gut klar. Er ist auch bio und
echt toll. Also ich finde, es gibt keinen anderen Eyeliner, den man in der Drogerie bekommt, der Naturkosmetik ist, der so gut ist. Und deswegen würde ich den euch immer empfehlen. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsprodukt der 5 Produkte, die ich euch heute zeige, was mit Abstand das meistgekaufte Kosmetikprodukt ist von mir aller Zeiten. Also ich glaube, ich habe noch nie ein Produkt so oft nachgekauft. Am meisten kaufe ich mir tatsächlich Mascara nach oder Lippenprodukte. Und deswegen kommt jetzt auch dieser Lavera Lip Liner zum Einsatz. Davon habe ich echt viele Backups auch zu Hause, weil ich den liebe. Übrigens, ich habe ihn extra aufgetragen. Ich trage nur diesen Lavera Lip Liner gerade, sonst nichts auf den Lippen. Und ich liebe einfach diese einmalige Konsistenz. Ich habe euch den schon wirklich oft gezeigt. Ich habe ihn auch schon oft in meinen Favoriten erwähnt. Er hat eine ganz samtige Textur. Er lässt sich ganz toll auftragen, hält den ganzen Tag, ohne die Lippen auszutrocknen. Also für mich hat der so eine Top-Qualität. Für mich ist das eigentlich ein Dupe zu diesen Charlotte Tilbury Lip Linern, die ich auch sehr mag. Nur der hat auf jeden Fall bessere Inhaltsstoffe und ist Bio und ist Naturkosmetik. Und die haben wirklich mittlerweile auch sehr schöne Farben, auch viele Nude-Töne. Und mein Lieblingston ist dieser hier. Der nennt sich tatsächlich auch Rose. Der nennt sich nicht Nude, Talisa, nein. Rose nennt er sich. Und eben, das ist ja so eine rosige Farbe und ich liebe so rosige Farben. Ich finde, das sieht immer schön frisch aus und irgendwie noch natürlich. Der ist meine absolute Top-Empfehlung von allen 5 Produkten. Ihr müsst diesen Lip Liner ausprobieren. Ich verspreche euch, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Ich liebe ihn über alles. Er heißt auch Soft Lip Liner und die Farbe Rose benutze ich halt am meisten. Er ist wirklich nicht teuer, er hat eine super Qualität und man kann echt gut mit ihm arbeiten und er hält lange und er trocknet nicht aus. Also alles sehr, sehr gute Eigenschaften. Schaut ihn euch mal an. So Leute, dieses Video war ein bisschen schneller, ein bisschen zackiger als die anderen. Ich hoffe, ihr konntet mit meinen Empfehlungen was anfangen oder auch wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und das Video entdeckt habt, weil ihr Naturkosmetik-Fans seid, schaut unbedingt in meine ganzen alten Videos rein. Ich habe sehr viele Videos schon zu Naturkosmetik gemacht und vergesst auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um kein Video zu verpassen. Gebt gerne auch einen Daumen nach oben und danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!